Moin moin und willkommen zur 53. Folge Rise of the Tomb Raider. Tja, wir sind jetzt im Gefängnis drin und ich habe mir nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht und nochmal so ein bisschen geluschert. Ich habe mir zumindest nur so die Überschriften angeguckt, die Herausforderung. Und eins ist mir dann wie die Schuppen von den Augenbrauen gefallen. Wir waren noch an diesen Treibstofftransportern vorbei, Autos auch oder LKWs, und da waren Treibstofftanks mit bei. Die hätte man mal in die Luft jagen sollen. Das wäre nämlich eine der Missionen gewesen. Was ist jetzt los? Ah, ein paar von den Einwohnern, oder wie? Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Bitte! Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet. Ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Okay. Okay. Alle Einheiten kommen. What the fuck? Das ist jetzt nur was, womit ich ja nun jetzt gar nicht gerechnet habe. Okay. Das ist aber schön, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity. Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Oh yeah, das werden wir auch tun. Ja, jetzt haben wir hier nochmal eine Waffe, die Vollautomatik-Flinte. Wenn wir die mal mit dem Vorboten vergleichen, das ist das gleiche, nur mal wieder anders lackiert. Also haben wir schon zwei Waffen. Naja, ist halt so. Wir haben aber auch noch einen Fähigkeitspunkt. Damit können wir jetzt nochmal dieses Kopfmarkieren machen. Zack. Möchte ich aber trotzdem nochmal eben schauen, ob sich noch irgendwas getan hat. Aber ich würde sagen, nein. Nö. Okay. Dann wollen wir uns mal jetzt gegen Trinity kloppen. Ich bin ja mal gespannt. Abschließlich den Blick, erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Hier ist gefährlich. Oh yeah. Verstanden. Das sind wir. Aber wo seid ihr? Ich hab mir gerade noch ein bisschen Spanisch vor hier. Scheint, müssen wir noch ein Stück weiter, bevor überhaupt irgendwas passiert. Ich habe ein bisschen Angst. Na, gucken wir mal. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ziel erfasst. Da sind eine Menge, die da gerade langlaufen. Sie ist hier. Und ich wollte gerade sagen, können wir unsere Waffe gerade nicht benutzen.
wahrscheinlich, damit wir die nicht hätten wegschießen können. Aber das ist tot, ne? Okay, Schrot liegt hier rum. Dann nehmen wir mal lieber erstmal wieder die Schrot. Boah, ist das ätzend. Ah, besser. Ein bisschen was sehen wäre halt schon Knorke. Wow. Na? Kommt ihr jetzt oder nicht? Na, irgendwie trauen sie sich nicht. Na gut, dann trauen wir uns halt. Ne? Ach, Kacke. Nicht schon wieder ein Heli. Nicht euer Ernst. Ihr habt sie doch nicht mehr. Au, alle. Au, au, au. Schack. Beweg dich. Beweg dich. Wir müssen hier weg. Oh, besser so. Hui, sind die weggeflogen. Die hat's gut erwischt. Okay, hier schafft der Heli nicht mehr hinzuschießen. Huiuiuiui. Okay, toi, toi, toi. Eieieiei, na, Trinity, ey, die Bekloppten. Haben sie doch echt nicht mehr alle. Okay, da sind schon wieder welche. Die ist geil. Die Schrot ist echt geil. Also, da kann man nichts anderes sagen. Heilt sind wir. Was sind wir eigentlich, verdammte Scheiße? Absichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, Absichtkontakt zum Ziel. Sehe ich nichts von. Davon merke ich aber nichts, dass ihr uns seht. Hm. Da, guck mal. Fast übersehen. Nett, nett, nett. Gas? Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Weg hier! Oh! Da haben wir mal wieder mehr Schwein als Verstand gehabt. Was ist passiert? Die ist verschwunden. Wahrscheinlich das Wasser. Augen auf, sie muss irgendwann auftauchen. Tja, müssen wir eben nicht. Wir haben ein Tauchgerät. Okay, da sind sie noch zugange. Wobei den einen schnappen wir uns mal eben. Ja, sie ist unter dem Eis, das siehst du richtig. Bum, 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 bum. Zielen die auch hin? Okay. Hier haben wir nochmal zwei Möglichkeiten. Ja, schön weit weg ist, glaube ich, eine gute Sache. Schneller schwimmt auch noch was. Wie sieht's hier aus? Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Hm. Was ist hier? Das gibt's doch nicht. Interessant. Hm. Das wird nicht so leicht werden, hier rauszukommen. Kann das sein? Mal schnell hier. Wow. Wow. Ich glaube, wir verstehen uns mal. Aware. Heilen können wir uns nicht. Hm. Ich glaube, ein, zwei haben wir erwischt. Vielleicht mal die Waffe wechseln. Ich glaube, wir nehmen mal die. Okay, dumme Idee. Hm. Ganz dumme Idee. Alter, lassen uns hier nicht aus dem Wasser. Jetzt aber. Jetzt hat's geklappt. Autsch. Bisschen wehgetan. Ah, wir haben auf jeden Fall welche erwischt. Das ist die Hauptsache. Nehmen wir nochmal den hier hinten. Ein paar Hit-and-Run-Attacken. Das haben sie jetzt wieder nicht mitbekommen. Ja, ich kann auch schießen, du Penner.
Alter, wie verhalten die denn aus? Ein scheiß Laserpointer Kack. Haben wir's? Hui. Ich glaube, wir haben's. Jo. Scheiß Gas. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe.
Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Na denn, das ist doch mal nett. Also er ist wirklich weg. Ich wollte gerade sagen, der Prophet und nicht weg, aber gut. Das ist schon mal eine sehr wichtige Info, aber auch interessant mit seiner Tochter. So, jetzt würde ich mich aber doch gerne noch mal ein bisschen umschauen. Einmal das mitnehmen. Das sieht echt schick aus hier jetzt gerade so mit dem Sonnenschein. Muss ich doch glatt mal gucken. Hui. Das sieht echt schicki aus. Okay. Nicht ablenken lassen. Wir wollten einmal ans Feuer ran. Und dann... Oh, guck mal, ist schon wieder was da. Auch wieder für die Waffe, das ist gut. Oh, Schaden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, jetzt möchte ich aber nochmal erstmal... die Karte begutachten. Also hier hätten wir jetzt noch irgendwo irgendwie versteckt eine Mission und ein Paket. Das ist schon fies. Sollen wir denn hier das eine Paket noch finden? Na gut. Hier sind wir durch. Da sind wir durch. Da auch. Da auch. Da auch. Da auch. Da auch. Hier müssen wir nochmal hin. Und zwar am besten über diesen Weg. Ach ja. So müssen wir das schon machen. Sonst kann das ja nicht funktionieren. So. Bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt so sinnvoll war. Wir gucken gleich nochmal in Ruhe. Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Wobei, scheiß drauf, wir können ja eigentlich jetzt ganz geschmooft da durchrushen. Da sollte uns ja jetzt auch nichts mehr groß irgendwie aufhalten. Von daher, was soll's. Machen wir mal hier so die Sachen bauen. Wenn wir schon dabei sind. Da gibt's noch was. Dann auch voll sein. Schnitz, Schnitz, Schnitz. Schnitz, Schnitz, Schnitz. So, jetzt fehlt uns nur noch Muni. Ah, er ist sogar wirklich noch da. Ist aber nichts mehr Neues dazugekommen. Okay. Habe ich mir ja schon gedenkt. Einmal. Klack. Einmal. Ja, so wird das nichts. Na, das ist aber mal. Ich wollte gerade sagen, Matrix-Style. So. Jetzt kommen wir aber hoch. Zacki, zack. Und dann müssen wir mal schauen, ab wo es dann interessant wird. Haben wir jetzt Pfeile? Nein. Ah, hier sind wir. Hier war sie kurz davor einzupennen. Der Kante hier irgendwie, ne? Genau, jetzt sind wir in der Forschungsbasis. Perfekt. Dauert ja gar nicht so lange. So. Karte. Ab wo wird's interessant? Scheinbar erst ab da. Na, ich glaube ja. Vorher dürften auch keine Container oder so sein. Sag ich jetzt einfach mal. Einfach. Dum-dum. Dum-di-dum. Das ist auf jeden Fall noch ein kleines bisschen. Ah, hier sind wir jetzt. Wunderbar. Jetzt weiß ich. Oh, herrlich, weil ich gerollt bin. Ja, auch geil. Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wozu das Ding da oben ist. Dass mir das jetzt hier wieder passiert.
das da. Für das ist, weiß ich jetzt immer noch nicht. Naja. Auf Wayne. Weil, klar, doch. Damit wir zurückkommen, aber was für einen Sinn das hat. So. Glaube. Ah, die nächste. Ab der nächsten Ecke wird's interessant. Komm schon. Und rüber da. Hui. Und hoch. Und dann müssen wir es jetzt haben. Hier war es jetzt irgendwo. Genau. Müssen wir nämlich nochmal hoch. So. Bin ich ja mal gespannt. Wo? Also, ob man es wiedererkennt. Es ist schon in der Nähe. Da. Nee, ich hätte es gerade gesagt, da hinten. Aber da ist nochmal Hartholz. So. Müssten wir auch wieder voll sein. Und wieder raus. Und hier soll das sein. Na toll. Das ist fies. Wo haben wir denn jetzt aber die ersten Containers? Hier sind die ersten Autos. Okay. Da sind doch irgendwo Kräuter und Hartholz. Also uninteressant. Da wäre das erste. Jetzt ist die Frage, wo kommen die ersten Autos? Da. Geht das? Kling. Anscheinend wohl nicht. Sind hier Gegner? Hm. Erzählt auf jeden Fall. Ah. Ja, siehst du mal. War die Vermutung doch richtig. Naja, ich habe sie mir ja wirklich nur bestätigt. Letzten Endes. Ja, hier könnte man jetzt auch lang. Ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach mal. Wo? Bin mir gar nicht sicher, ob wir da überhaupt runter müssen. Glaube nämlich nicht. Nö. Scheint zumindest kein Auto zu sein. Wupp. Oder? Nö. Ich sehe da jetzt keins. Wie viele waren denn das? Vier waren das jetzt. Hm. Das ist Nummer zwei. Das hat da gerade so geblitzt. Hm. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir denn das jetzt am schlausten? So anscheinend nicht. Ach da. Ah, das schreit doch eigentlich auch schon regelrecht danach. Dass mir das nicht aufgefallen ist. So, gucken wir nochmal eben. Ja, ist unwahrscheinlich, dass da unten noch irgendwas ist. Ah, gucken wir einfach mal. Na gut. Einmal rein. Hubbidi-hubbidi-hupp. Dann müssten wir eigentlich auch schon langsam in Richtung Dingens kommen. Zweite Überlebensversteck. Naja, ist okay. Ich möchte nur, dass du einmal kurz speicherst. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Ja, jetzt sieht man hier auch mal was. Sieht richtig schick aus hier unten. Da hat man ja richtig was verpasst. So. Ne? Ne? Echt nicht? Schade. Ich dachte, da könnte man auch was in die Luft jagen. Aber da steht schon wieder eine Autoline. Ich glaube, hier war auch einer bei, den man in die Luft jagen konnte. Genau. Das sag ich doch. Das ist nur die Frage.
wo wir Nummer 4 finden. Na, wo ist es denn? So sehe ich es noch nicht. Dahinter. Ist das gemein. Ist das gemein. Das ist natürlich echt schwer zu finden. Pfeile sind voll. Sturmmuni haben wir auch nicht mehr so viel. Kann ich mal lieber erstmal die Pistole nutzen. Jetzt ist die Frage, wo ist der letzte? Wo ist der letzte Container? Sieht auch schick aus hier. Ist das nicht das Tal? Sieht ein bisschen danach aus. Na gut, wir haben was anderes vor. Aber wo die sein sollen, müssen wir mal gucken. Bitte. Wo ist das letzte Fesselchen? Letzte Benzincontainer oder whatever. Irgendwo hier drin. Nope. Also hier nicht. Wo denn sonst? Hier auch nicht. Hier ging es dann weiter. Es muss ja da irgendwie. Oben vielleicht gewesen, dass ich es jetzt verpasst habe. Mann, ne, da ist ja nichts. Ist ja nur so eine Kante. Jo. Ich sag, nur eine Kante. Und hier wird wohl auch nichts mehr sein. Das kann nur da unten sein. Geht nur. Sieht man jetzt schon was? Ich glaube, ich sehe es sogar schon. Da ist es doch schon. Krass. Wie geht's sie denn jetzt ab? Geil. Das ist ja geil. Und jetzt da weiter? Cool. Oh yeah. Oh Gott, ich wollte gerade sagen. Aber passt. Da ist er doch. Guckt mal. Uff. Da ist er. Verbrannte Erde. Tja. Und ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, darauf zu achten. Habe ich mich jetzt vertan? Nö. Wir sind durch. Wir haben jetzt alles gefunden, was wir wollten. Wunderbar. So muss das doch sein. Brauchen wir jetzt nur noch einmal ein Feuerchen. Das müssten wir doch eigentlich direkt hier vorne dann bekommen. War denn das? Das war doch hier irgendwo. Oh, guck mal. Nett. Ja, das sind dann wieder so Sachen, die man nicht aufsammeln konnte aus irgendwelchen Gründen. Also quasi direkt nach dem Kampf übernommen wurde und rausgeschmissen wurde. Bin mir auch gar nicht sicher, ob wir nicht eventuell noch mal einmal bis zum Ende uns hierhin bewegen sollten. Aber hier ist ja eigentlich nichts. Da werden höchstens genauso wie hier Rohstoffe sein. Ach, egal. Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht mehr hin. Gut. Dann haben wir das ja auch hinter uns. Und wir können sogar noch mal was aufrüsten, angeblich. Ja, bei den Schrotflinten, aber. Oh, das könnte sogar mal was Interessantes sein. Schussfrequenz. Jo, nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Gudikowski. Damit sind wir dann jetzt aber auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal.